Sandra Bullock muss jetzt sehr stark sein. Die Schauspielerin geht seit 2015 mit Brian Randall durchs Leben. Während ihrer Beziehung bekommen die beiden sehr viel Gegenwind. Immer wieder kommen Gerüchte auf, die zwei seien getrennt, doch ihre Liebe hält Stand. Nun muss die Miss Undercover-Darstellerin jedoch für immer von ihrem Lebensgefährten Abschied nehmen. Brians Familie verkündet am Montag den Tod des Fotografen. Er stirbt am 5. August im Alter von 57 Jahren nach einem dreijährigen Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS. Die Krankheit und deren Symptome hält er lange geheim, während Sandra ihn zu Hause pflegt. Gesine Bullock Prado, die Schwester des Hollywood-Stars, trauert im Netz um den Verstorbenen. Ich bin überzeugt, dass Bry den besten Angelplatz im Himmel gefunden hat und seinen Köder bereits in rauschende Flüsse voller Lachse auswirft. Brian hinterlässt eine große Lücke in den Herzen seiner Angehörigen.